Und dann geht's rein hier in diese Partie am 7. Spieltag. Nils Amanski ist erfolgreich im Vorcheck. Bisschen Platz für Kolb. Erster Abschluss. Abgefälscht von Elster und gleich die erste richtig gute Tat von Jonas Langmann. Da war nicht viel Zeit, da war raus zischen zu lassen. Hier Kolb, super gemacht, zieht Elsner. Was wäre denn das für eine Rückkehr nach Landshut gewesen, wenn der hier nach 42 Sekunden schon getroffen hätte. Richtig gut gemacht. Rogel lässt liegen, nächster Abschlussprobleme für Alavena. Dover Bohu vor der Kiste, Scheibe ist drin und das Zeichen auf Tor. Landshut mit der Führung. So, hier Probleme von Alavena, dann trudelt das Ding erst an der Kiste vorbei, aber Zucker lässt nicht locker und schiebt ihn dann irgendwie über die Linie. Hier, das ist die Vogelperspektive. Alavena sollte den festlassen, dann... Ich bleib bei Tor. Nach Überprüfung der Torsituation lag keine Torhüterbehinderung vor. Wir haben ein gutes Tor. Treffer zählt. Vogel. Imo, Achtung, Tor Imo, der war gefährlich, Langmann. Die Geschenke. Da wollte er natürlich zu Nick Pajot eigentlich ganz galant durchlegen. Aber im Endeffekt sieht man auch, dann ist kein Landshuter mehr vom Tor. Und es ist schon eine sehr... Tatsächlich hat da immer der Center den Hut auf. Also der darf entscheiden, was gemacht wird. Der hat dann ein Gefühl, wie bin ich am Bulli? Bin ich ja, gut mit dem Gegenspieler? Komme ich mit dem Hut zurecht? Ganz, ganz starker Save wieder von... Genau, und auch bei 24 Situationen ist das schon... ja, schon sehr solide. Dafür mal sehen, ob sie heute noch in die Gelegenheit kommen. Überzahl noch nicht so das Gelbe vom Ei, aber das war noch nicht gefragt. Das Lanze, das nicht am heutigen Abend gefragt, sind im Moment die Defensivakteure und jetzt ist Langmann geschlagen. Fehlin, Ausgleichstreffer. Der Nachschuss, der dann ins Tor geht. Ward gewinnt hier die Mitte, kommt der Rebound. Fillin macht Druck zum Tor, läuft einfach durch. Wenn man jetzt mal schaut, der gibt Gas, 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 weiter, weiter. Kriegt dann die Scheibe auf den Schläger und kann ihn dann relativ ja, unbedrängt dann einschieben. Sicherlich etwas, das sich der EVL jetzt vorgenommen hat, im letzten Drittel zu verbessern. Der Pass war schwierig gespielt, Gläser! Frage beantwortet. Weiden gleich mit der nächsten. Der Rückwärtsgang und bis dahin hat Luca Gläser schon versucht, Jonas Langmann den durch die Hosenträger zu schieben. Hier versucht im Linus Brandl. Immo. Gut aufgepasst von Pool und Linus Brandl staubt ab. Landshut geht erneut in Führung. Wieder so ein abgefälschtes Ding. Linus Brandl hat da die Kelle schon im Schuss von John Rogel und legt sich den Führungstreffer damit selbst vor. Elias Pohl jetzt in der Reihe mit Fehlin und Samanski nach dem Ausscheiden von Elsner. Ward, Wandtuch, dem wurde dann der Winkel ein bisschen zu spitz. Tyler Ward wollte ihn schon da hinten hinhaben. Alavena geht, Kiste, bei Weiden ist leer, Scheibe bei Daniel Bruch. Empty Net. Und das wird dann auch gleich getroffen. Die Entscheidung. Richtig Platz genommen. Dann geben
die Blue Devils hier die Scheibe her und Yannick Wenzel nimmt dann sogar noch ganz genau Maß hier, Kurzscheibe angenommen. Und dann